Guten Morgen aus Otres. Wir sind ja hier noch im Otres Beach Bungalows 2 und heute geht es aber weiter für uns, denn es geht weiter nach Korong San Loem und wir haben gerade gepackt und ja, falls euch wundert, was ich für eine komische Frisur habe, ich habe mir vor 2 Tagen oder einen Tag abends versucht, die Haare zu schneiden, es war bombenheiß, war schon nach 10, ich wollte es eigentlich schnell machen und ich war so am Schwitzen, hat mal irgendwie gar nicht funktioniert, Jesse nennt mich jetzt nur noch den Mackie. Ja, aber so sieht es leider aus. Und wir haben gerade gepackt, hier liegt alles rum, wir sind jetzt eigentlich bereit zur Abfahrt, müssen aber noch ein Stündchen warten, sonst sind wir zu früh am Fährterminal und ja, die Zeit warten wir jetzt noch hier in der Unterkunft, wir sitzen gerade draußen, genießen das schöne Wetter, da sitzt die junge Dame und dann geht's gleich los. Dann werden wir erstmal 6 Tage offline sein. Ja, stimmt, 6 Tage werden wir wahrscheinlich kein Internet haben, weil es einfach kein Internet da gibt, ja, aber wird wahrscheinlich auch mal gut tun. Heute fahren wir mit dem Auto-Tuk-Tuk. Ein halber Bus hier drin. Endlich an Bord, die Kiste füllt sich. Noch ist genug Platz, aber mal schauen, wie voll das Boot wirklich wird. Ja, gibt auf jeden Fall Schwimmwesten für alle, das ist schon mal ganz gut. Dann hoffen wir, dass wir schnell und sicher ankommen. Und müssen jetzt erstmal zu unserer Unterkunft laufen, denn hier gibt es gar keine Autos oder sonst was. Wir sind jetzt in unserem Zimmer angekommen. So sieht es hier aus. Sogar ein Mückennest dabei. Mhm. Und wir haben hier kein Badezimmer drin, das ist ein Gemeinschaftsbad. Und hier vorne, also hier ist ja unser Zimmer. Vorne geht's raus. Und hier wohnen auch noch andere. Also es war wie in so einem Hostel-Style, aber es ist krass, da müssen wir hier echt rausgehen. Hallo. Und da hinten ist das Bad, glaube ich. Hier hört man was. So, jetzt haben wir gerade unten alles ausgefüllt, jetzt sind wir richtig eingecheckt und wir haben richtig Glück gehabt, weil eigentlich hatten wir eine Unterkunft gebucht für, ich glaube, 148 Euro für 6 Nächte. Und ja, damit waren wir eigentlich glücklich, weil es war nichts mehr frei auf der Insel, es ist jetzt halt Khmer New Year, das kambodschanische Neujahrsfest und da war einfach nichts anderes mehr zu bekommen, alles nur entweder Dormrooms und keine toll bewerteten oder es wurde halt richtig teuer, 200, 300, 400 Euro und dann hatten wir halt noch was ergattert für, ja, 148 waren es, glaube ich. War auch nicht so toll, aber ja, damit haben wir uns halt abgefunden und dann wurde das kurz vorher noch storniert von Agoda. Angeblich wäre Überbuchung vorhanden gewesen und ja, hätte man nicht reingekonnt. Da haben wir schnell nochmal hier bei Booking.com geguckt, bei Agoda und überall. Und bei Booking.com war auf einmal das Schuster angezeigt, das wurde uns letztens nicht angezeigt. Ja, und das ist jetzt halt die Unterkunft, wo wir sind und wir bezahlen jetzt für 6 Tage 73 Euro. Nur nochmal richtig Glück gehabt. Wir haben jetzt zwar kein eigenes Bad, aber was soll's halt, oder Dusche auch nicht. Dafür super günstig auf der Insel, die normal halt relativ teuer ist, Korong San Loem. Ich zeige euch jetzt mal das Bad. Also hier vorne ist ein Waschbecken. Das war eigentlich ganz schön, weil das eigentlich direkt draußen ist. Und dann geht man hier rein. Hier ist die Toilette. Da muss man aber hier mit so einem, ja, aus so einem Tank das Wasser dann da reinfüllen, weil es nichts zum Abziehen gibt. Und hier ist die Dusche. Ja, ist halt so ein Gemeinschaftsbad und ein schöner Spiegel. Wir laufen jetzt erst ein bisschen rum und gucken uns die Gegend an und ja, ist ein kleines Fischerdörfchen, aber ziemlich dreckig leider. Bis jetzt, wenn man das hier so sieht, ja, ein bisschen fies.
glaube, wir haben nicht die schönste Ecke von der Insel erwischt. Nee, deswegen vielleicht auch doch günstig. Ja, hier sieht's manchmal richtig fies aus. Viele wilde Hunde, aber ist jetzt alle lieb. Und ja, mal gucken, was wir jetzt noch finden, weil wir haben Hunger. Da müssen wir erstmal ein kleines Restaurant, eine Garküche entdecken, wo es auch Veggies gibt. Ich weiß, wo wir gelandet sind, auf der Jurassic Park Insel, weil hier ist nämlich was im Busch. Ja, irgendwo. Das ist ein Dinosaurier. Hier vorne eine riesen Kuh oder sowas. Man sieht immer nur die Bäume wackeln. Aber kommt nichts raus, zum Glück. Ja, jetzt haben wir eigentlich einen schöneren Strandabschnitt gerade gefunden hier vorne. Aber wir sind leider keine Restaurants mehr, deswegen drehen wir jetzt erstmal wieder um. Und ja, oh, da haben wir die Übeltäter, jetzt kommen sie raus. Eine ganze Herde. Ja, auch sogar ein kleines. Boah, was hat der denn für einen Hubbel? Boah. Und eine Helle. Guck, die geht jetzt hier an den Strand. Der Mann schon. So Leute, das ist wieder passiert. Wir laufen nichtsahnend hier durch die Gegend. Auf einmal kommt einer von hinten und sagt, ey, habt ihr ein Life to go? Auf Englisch. Und ich denke, was will der? Und dann ist mir das klar geworden, der kennt dich. Und ja, ist der Fred. Hi Leute. Auch Langzeitreisender aus Leidenschaft. Der war schon sehr viel unterwegs, mehr als wir. Richtig cool. Ja, ist immer wieder witzig, euch kennenzulernen. Und jetzt sitzen wir hier gerade zusammen, haben gerade Essen bestellt. Gut, Fred ist schon fertig, unser Essen ist gerade angekommen. Und ja, haben wir noch einen schönen Tag zusammen. Wir haben jetzt bestimmt schon 2 Stunden zusammen gegessen. Das passiert auch immer noch. Wir haben jetzt bestimmt schon 2 Stunden zusammengesessen und ja, es wird, wie man im Hintergrund sieht, oder auch nicht auf der Kamera, langsam schon dunkel und war echt lustig. Und ja, war cool, dich getroffen zu haben, definitiv. Ja, geht mir genauso. Es war richtig cool, euch beide wirklich mal getroffen zu haben. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ich schaue die ganze Zeit eure Videos, dann lauft ihr hier einfach um die Ecke. War richtig geil. Ich will gar nicht wissen, wie es für euch irgendwie auch ist. Euch sprechen ja immer wieder Leute an anscheinend. Auf jeden Fall semi-lecker war es und es war ein richtig geiles Gespräch. Definitiv, ja. Vielen Dank. Ja, danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt wieder zurück. Und ich zerfließe schon wieder, kann man wahrscheinlich schon wieder sehen. Ich glänze wie so eine Speckschwarte, das ist so Wahnsinn. Da merkt man echt mal wieder, was das für ein Luxus ist, eine Klimaanlage zu haben. Jetzt haben wir einen Ventilator hier drin, den haben wir natürlich gerade nicht an bei dem Video. Sonst könnte man uns nicht gut verstehen. Aber das ist echt immer wieder Wahnsinn, wie alltäglich Dinge manchmal sind, wenn man in Asien zum Beispiel ein Hotel hat oder sowas. Und wie normal es in Deutschland auch ist, gekühlte Räume oft zu haben und alles. Und ja, die kleinen Dinge oft, oder alltäglichen. Ja, und allgemein super Tag wieder heute mit der Anreise, weil die Fährgesellschaft Buba Sea war eigentlich richtig schlecht bewertet im Internet und da hat man genauso Angst wie damals in Bali, dass das eine richtig Horrorfahrt wird, wo die Leute kotzen und alle nass werden. Da gab es nicht so lustige Kommentare im Netz. Ja, aber wir waren positiv überrascht auf jeden Fall. Definitiv, geschmeidig. Ja, es war wieder cool, dass wir einen von euch getroffen haben. Ja, super. Ja, vor allem, wie du uns angesprochen hast. Kurios, im ersten Moment wusste ich echt nicht, was los ist. Wir haben, glaube ich, geguckt, wie so 2 Einhörner oder so. Nee, auf jeden Fall ein super netter Kerl. Auch waren schöne Gespräche. Dir auch weiter noch eine schöne Reise. Ja. Jo, so sieht's aus. Und für uns geht's jetzt noch unter die Dusche direkt. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Genau, ein schnelles Video. Genau, morgen gucken wir, dass wir mehr Strände erkunden. Heute genau, hier. Die Insel ist nämlich doch ein bisschen größer. Wir dachten, es wäre halt nicht so groß. Ja. Aber wir brauchen jetzt zu einem Sunset Beach brauchen wir 4 Stunden. Fuß. Und zu Fuß. Und ja, wie gesagt, die fahren keine Autos, nur Roller. Und ja. Ja, und Wassertaxi halt außenrum. Genau, das machen wir dann jetzt die Tage. Wir wollen halt schon viel sehen hier. Genau, und ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wohin ihr oder ob ihr dieses Jahr noch verreist. Wenn ja, wohin? Vielleicht sehen wir uns ja dann auch irgendwo. Ja. Vielleicht ist es dann auch auf unserer Liste. Uns würde es freuen. Wir haben auf jeden Fall viel noch geplant dieses Jahr. Und lasst euch überraschen. Genau, wenn wir alles fest haben, dann machen wir nochmal ein großes Video über unsere Route für dieses Jahr. Ne? Ja, ihr könnt ja schon mal wieder auch Tipps abgeben, was ihr denkt. Und wohin ihr reist. Genau, nicht vergessen. Genau, so. Und ansonsten auch gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.